Moin meine Leute, es ist wieder euer Isle of Cookies und heute wieder mit einer weiteren Moab. Ja, was auch sonst, Fedor, hey. Aber egal, heute mit der 5-7 Akimbo Moab und ja. Und einmal kurz zum Gameplay, und zwar ist auf der Map Carbona spielt und ja, einmal kurz zur Akimbo Waffe. Denn bei der 5-7 Akimbo ist es so, wenn ihr nachladet, dann braucht ihr eigentlich gar nicht die ganze Nachladezeit ausnutzen. Also braucht ihr gar nicht ausnutzen, ist auch geiles Deutsch, aber egal. Denn sobald ihr nachgeladen habt und noch nicht fertig seid, könnt ihr einfach weiterlaufen und dann ist sie schon direkt nachgeladen. Also habt ihr wieder alle Schüsse im Lauf. Müsst einfach mal ausprobieren, ich habe das hier auch ab und zu benutzt, diesen halbwegs Glitch. Also ist aber alles erlaubt, also ist jetzt nicht so ein Obermega-Glitch. Oh, ich baste dich, ich zeig dich an. Ne, also nicht sowas, sondern halt ganz normal vom Entwickler halt Fehler. So, und in nächster Zeit werden halt auch wieder keine 0815 Gameplays kommen, nicht wieder, also wird eigentlich in nächster Zeit über eigentlich gar keine. Nie wieder so langweiligen MP7 bzw. ACR Killstreak Gebäsche, auch nicht, sondern vielleicht in MP2 und sowas, aber dann halt nur auch mit speziellen Waffen. Denn in meinen Augen, normale Gameplays werden langsam shit. Ich muss das leider so sagen, also ich persönlich, es ist meine Meinung, ich habe Meinungsfreiheit hier in Deutschland und ich hasse normale Gameplays. Das ist einfach so, also ich brauche irgendwas schon, also damit ich auch aufs Video achte, brauche ich irgendwas an Besonderes. Und ich meine ja nur, ich werde ja echt als Faker von TBNRFrex bezeichnet und ich sehe mich auch als Faker von TBNRFrex. Ich meine, er hat damit angefangen, ich habe ihn in etwa nachgemacht und so bin ich halt auch groß geworden. Und ich mache das halt seine Sache in etwa nur auf Deutsch und ich finde, es kommt auch gut an, aber ich meine nur, er macht seine Sache, ich mache meine Sache ihm etwas nach, aber nicht komplett. Ich meine, ich nehme andere Waffen und so weiter und vorher haben es auch andere Leute halt gemacht mit mit schwierigeren Waffen eine Mob zu bekommen. Und in meiner Sicht, ich brauche immer ein Ziel in MW3, zumindest in MW3. Ich brauche immer ein Ziel, ich brauche eine Challenge, die ich halt erfüllen muss. Und in meinen Augen ist es halt mit MP7 und ACR viel zu einfach, eine Mob zu bekommen. Und ich finde es auch richtig geil, dass es auch eine Mob gibt. Das heißt, das ist so eine Killstreak, die nicht jeder erreichen kann. Aber sobald du einen bestimmten Skill beweisen kannst, kriegst du diese Killstreak, sag ich jetzt einfach mal. Da, ja, du einfach halt mit eine Gunstreak brauchst und nicht einfach Killstreak aufbauen. Das heißt nicht, dass du eine Predator hast, dann einen Harrier und dann einen Chopper. Dass du halt nur 5 Kills brauchst bis zum Chopper mit der Waffe. Und sowas baue ich eigentlich unbedingt auch in Black Ops 2 wieder, damit mir das Spiel, besonders mir das Spiel, wieder Spaß macht. Und da würde ich euch mal gerne fragen, wollt ihr wieder so eine Moab bzw. Nuke bzw. whatever Killstreak in Black Ops 2? Also ich freue mich schon, dass es auf jeden Fall auf der 30er Gunstreak ist. Und da frage ich euch jetzt mal, wie findet ihr das, dass es wieder sowas gibt? Und es ist auf einer 30er Gunstreak, aber wird das Spiel nicht beenden? Das ist einfach wieder eine Videofrage an euch Leute und das heißt, ich bin auch wieder raus und es werden vielleicht auch bald in den nächsten Kommentaren wieder Videofragen an euch folgen, was mich interessiert, wie ihr darüber denkt und das wird keine richtige Serie sein, das wird einfach bitte mal in den Kommentaren beantworten. Und ja, wir sind schon lange über dem Gameplay drüber, weil ich vorgespult habe bei den meisten Szenen, weil das echt ein langweiliges Gameplay war, aber hey, ich habe sie geschafft und das soll es wieder von mir gewesen sein, Leute. Haut da rein!